Als nächstem Redner erteile ich für die Piratenfraktion dem Kollegen Dr. Paul das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Ministerpräsidentin. Die kleinste Fraktion zu sein, bietet bisweilen auch einen gewissen Komfort. Man hat öfter mal Gelegenheit, das letzte Wort zu haben. Wir haben gestern vor Kraft Ihre Regierungserklärung gehört. Sie haben darin zahlreiche Initiativen und Programme angekündigt. Viele dieser Initiativen machen aus Piratensicht ganz sicher Sinn, inhaltlich Sinn. Letztlich sind es jedoch nur Luftschlösser, denn Sie haben ausdrücklich gesagt, dass sämtliche Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Den Worten müssen aber auch Taten folgen. Das werden wir als Piraten in unserer Oppositionsrolle genau prüfen. In der Politik nicht nur reagieren, sagten Sie, und wir müssen viel öfter vorausschauend agieren. Aus Piratensicht müssen wir nicht nur viel öfter, sondern grundsätzlich vorausschauend in die Zukunft investieren. Darunter verstehen wir Investitionen in Bereiche, die die Arbeits- und Lebenssituationen der Menschen in unserem Land spürbar und direkt verbessern. Das sind zum Beispiel Investitionen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation, Investitionen in die Betreuung unserer Kinder. Da steht Nordrhein-Westfalen leider in Deutschland immer noch auf dem letzten Platz. Wir wollen den diskriminierungsfreien Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen und Investitionen in gute Bildung. Der öffentliche Nahverkehr ist zwar öffentlich, aber heute noch leider viel zu teuer. Die Regierung sieht die Lösung der Probleme in Nordrhein-Westfalen darin, gezielt zu sparen, in die Zukunft zu investieren und Einnahmen zu erhöhen. Ein Dreiklang, wir haben es gestern gesagt, wie in Seife gemeißelt. Die Einnahmen zu erhöhen ist sicher eine gute Idee, aber wie? Hier fordern wir konkrete Vorschläge der Regierung und nicht nur das Vertrösten auf Bundesratsinitiativen. Wir freuen uns auch, dass Sie, Frau Kraft, explizit gesagt haben, Sie möchten das Projekt der besseren Bildung gemeinsam mit uns und den anderen Oppositionsfraktionen entwickeln. Wir werden uns da ganz deutlich mit Konzepten einbringen. Die schönen Zahlen, die Sie aus dem Bereich Bildung genannt haben, sind in vielen Fällen Augenwischerei. Wenn man sich, das ist nur ein kleines Beispiel, mal vor Augen führt, dass in Nordrhein-Westfalen für Digitalmedien für Schulen pro Kopf pro Schüler pro Jahr etwa 51 Cent ausgegeben werden und in Finnland das Fünffache, also 2,50 Euro. Und das vor dem Hintergrund wie gut Finnland in der PISA-Studie abgeschnitten hat, dann zeigt dieses Beispiel deutlich, dass Bildung bei uns in Nordrhein-Westfalen total unterfinanziert ist. Wir sind das Schlusslicht in Europa. Dabei haben wir heute die technischen Möglichkeiten, auch im Netz Dinge zu realisieren, die noch gar nicht in Angriff genommen worden sind. Anstatt Universitäten, Fachhochschulen, Volkshochschulen und andere Bildungseinrichtungen weiter im eigenen Saft kochen zu lassen, sollte man endlich mal Vernetzungskonzepte entwickeln. Wir werden jetzt noch weitere Beispiele aufzeigen, wie wir uns eine konkrete, verantwortungsvolle Politik für unser Land vorstellen. Für uns Piraten, und das sind hier nicht die Einzigen, das wissen wir, ist Nachhaltigkeit eines der Leitbilder für gesellschaftliche Entwicklung. Dabei sind Bürgerinnen und Bürger nicht nur die Verursacher, sondern auch Entscheider und Antriebsmotoren für Veränderungen. Die Bereiche der Umweltpolitik, die die Landesregierung im Koalitionsvertrag beschrieben hat, sind zum großen Teil für uns Piraten zustimmungsfähig. Das muss auch mal gesagt werden. Wie zum Beispiel Erhöhung des Stromversorgungsanteils durch Windenergie bzw. Repowering, die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Stärkung ländlicher Räume, naturnahe Landwirtschaft. Die Umsetzung allerdings werden wir sehr genau verfolgen, denn Versprechen und ihre Einhaltung weisen oft erhebliche Differenzen auf. Da wäre zum Beispiel der Klimaschutz made in Nordrhein-Westfalen. In dem Entwurf des Klimaschutzgesetzes soll der Ausstoß von CO2 in Nordrhein-Westfalen bis 2020 um mindestens 25% und bis 2050 um mindestens 80% gegenüber 1990 reduziert werden. Damit weicht die frisch gebackene Koalitionsregierung von den bundesweiten Reduktionszielen deutlich ab. -40% bis 2020 und -80% bis 95% bis 2050. Warum, wird nicht erklärt. Das Klimaschutzgesetz legt Klimaschutzziele für NRW und den rechtlichen Rahmen dafür fest. Dazu muss leider festgestellt werden, dass das Gesetz nur für öffentliche Stellen gilt, die bei großzügiger Rechnung höchstens 4 bis 5% der CO2-Emissionen verursachen. Hier ist also nicht allzu viel einzusparen. Wie die oben genannten Ziele dann trotzdem erreicht werden sollen, ohne feste, verbindliche Reduktionsziele für Verkehr, Wirtschaft, die Industrie, hier vor allem die Energieumwandlung, wird nicht erwähnt und schon gar nicht erläutert.
Der Umstieg auf erneuerbare Energien soll in Nordrhein-Westfalen von 10% auf 30% bis 2025 erhöht werden. Es wird aber nur gefordert. Gefördert werden soll es vom Bund. Nordrhein-Westfalen entwirft dazu Handlungsstrategien und identifiziert. Wenn der Bund nicht zahlt, wird daraus dann wohl nichts. Aus dem Koalitionsvertrag ist des Weiteren zu entnehmen, dass SPD und Grüne, unsere Landesregierung, weit davon entfernt ist, die Herausforderungen der Energiewende für Nordrhein-Westfalen strategisch und strukturiert anzugehen. Die Notwendigkeit eines Landesmasterplans zur Energie wird nicht erkannt und wohl auch nicht gewollt. Die einzelnen Maßnahmen erscheinen ebenso disparat, wie ihre Umsetzung vage ist. Die Regierungskoalition vertraut weiter auf den Markt, der im Bereich der Energiewirtschaft vollkommen von den vier großen Energiekonzernen, also oligopolistisch, beherrscht wird. Im gesamten Energiebereich wird meistens auf den Bund verwiesen. So wird Beratung und Hilfestellung bei der Rekommunalisierung von Strom- und Gasnetzen versprochen. Wie das alles finanziert werden soll, bleibt ein Rätsel. Stadtwerke werden nicht einmal erwähnt, obwohl sie bisher eine Alternative zu den vier großen Energieversorgern sind und deren Monopolstellung und damit Macht mindern könnten. Erklärtes Ziel der Piraten in Nordrhein-Westfalen ist es, Monopol- und Oligopolbildung, die dem Gemeinwohl schaden, durch Schaffung transparenter Marktstrukturen schlicht aufzulösen. Ein wichtiger Aspekt nachhaltiger Energiepolitik ist daher die Dezentralisierung der Strom- und Wärmeproduktion. Dazu gehört es für die Piraten auch, eine neutrale Netzgesellschaft zumindest für Nordrhein-Westfalen zu gründen. Bezeichnend ist, dass eine deutsche Netzgesellschaft auf Übertragungsnetzebene mit bestimmendem Einfluss der öffentlichen Hand im Koalitionsvertrag aufgeführt bzw. gefordert wird. Für uns Piraten ist das definitiv zu wenig. Ziel muss für alle sein, eine Vielfalt innovativer lokaler Energieerzeuger aufzubauen und den Einfluss der bestehenden Oligopole zu verringern. Hier hat die Politik eine weittragende Gestaltungsaufgabe im Sinne einer Nachhaltigkeit. Ein Skandal ist auch die bisherige Zahlung der im Erneuerbare Energiengesetz festgelegten Umlage. Mit der Umlage finanzieren alle Stromkunden, auch ALG-2-Empfänger, die Energie aus erneuerbaren Quellen. Und das, während es für die energieintensive Industrie weitgehende Befreiungsregelungen bei der Umlage gibt. Diese Ausnahmen haben auch dann zu den immer höher werdenden Energiepreisen geführt. So stellen sich die Piraten eine bürgerfreundliche Energieversorgung nicht vor. Das alles hat unter anderem auch zur sogenannten Energiearmut geführt. Der ehemalige Volkswagen-Manager, mit Ihrer Genehmigung, Herr Präsident, zitiere ich, Daniel Gödewehr bemerkte einmal, wer soll die Energiewende eigentlich hinkriegen, wenn nicht Deutschland? Er gemahnte uns darin, auch eine Chance zu sehen. Aber die Energiewende hat mindestens noch eine weitere Seite, die in Ihrer Rede, Frau Kraft, leider überhaupt nicht thematisiert worden ist. Ich spreche von Energieeffizienz und Energieeinsparungsmöglichkeiten. Zurzeit liegen Amortisierungszeiten für Investitionen in Energieeffizienz, gerade bei energieintensiven Industrieunternehmen, zwischen 1,5 und 4 Jahren. Hedgefonds, die solche Firmen besitzen, verlangen aber häufig einen Amortisierungszeitraum von einem halben Jahr. Deshalb passiert nichts. Jedermann akzeptiert natürlich den berechtigten Anspruch der Teilhaber. Aber hier wird der Shareholder Value einseitig, kurzfristig und verabsolutierend über das Gemeinwohl gestellt. Meine Damen und Herren, wir nennen das Finanzterrorismus. Und wir können uns die schöne Energiewende an die Backe schmieren, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten. Wir fordern die Landesregierung darüber hinaus auf, sich im Bundesrat aktiv für das Thema Transaktionssteuer stark zu machen. Gegebenenfalls sind da auch noch weitere Konzepte zu entwickeln. Es kann nicht angehen, dass für den Handel mit so gut wie allen materiellen Gütern eine Umsatzsteuer erhoben wird und Kapital hingegen frei im Netz flottieren darf. Wer den Verkehr von Leuten und Ideen kontrollieren will, nicht aber die Kapitalströme, schlägt den direkten Weg in die Katastrophe ein. Das in diesem Zusammenhang gebetsmühlenartig wiederholte Argument der Abwanderung, zum Beispiel von Börsenplätzen, ist dabei wenig mehr als Augenwischerei, gilt es doch, staatliche Handlungsfähigkeit überhaupt sicherzustellen. Sie, die Staaten, dürfen es nicht zulassen, dass durchgeknallte, zugekokste und sozial verkrüppelte Finanzmanager unseren ganzen Planeten vor die Wand fahren. Herr Präsident, verzeihen Sie mir bitte, ich habe vergessen, das zu erwähren. Ich habe mich hierbei sinngemäß auf den Linguisten Noam Chomsky und den Ökonomen Michel Albert bezogen. Ich hatte auch nicht vor, Ihnen hier den Herrn zu Guttenberg zu geben. Nach dem positiven fiskalischen Aspekt gibt es bei diesen Steuerkonzepten noch einen weiteren, der leider viel, viel zu selten benannt wird. Jeder Ingenieur, und wir haben in Nordrhein-Westfalen eine ganze Reihe fähiger Ingenieure, weiß, dass ein technisches System, zum Beispiel eine elektronische Schaltung, ohne eine sogenannte Dämpfung seinen Konstrukteuren um die Ohren fliegt.
Viele Wirtschaftstheologen wollen oder können davon offensichtlich nichts wissen. Ist das jetzt Dilettantismus oder kriminelle Energie? Ähnliches gilt, was die Fadenscheinigkeit angeht, für die Urananreicherung in Gronau. Hier verfolgt die Landesregierung offenbar das Konzept Aussitzen. Es wird die Absicht bekundet, die Urananreicherung rechtssicher zu beenden. Es wird aber nicht einmal eine rechtlich bindende Bundesratsinitiative geplant. Auch die Forderung vieler Bürgerinitiativen nach Erstellung einer Kinderkrebsstudie im Umkreis von Atomstandorten wird nicht aufgegriffen. Ein weiteres zukunftsunfähiges Projekt ist die sogenannte Dichtheitsprüfung. Es ist wohl von einer Novellierung des Landeswassergesetzes die Rede, aber die Ausführungen dazu lassen den Schluss zu, dass es eine Neuauflage dieser Dichtheitsprüfung geben soll. Unabhängig davon, ob eine Gefährdung überhaupt gegeben ist. Aus ideologischen Gründen wird der Dichtheitsprüfungswahn wohl wieder aus der Schublade geholt. Frau Ministerpräsidentin, gestern haben Sie von Max erzählt. Ich möchte Ihnen heute mal von Erkan erzählen. Bitte? Hallo? Ich glaube, Sie werden Ihre Kraft für später noch für Zwischenrufe brauchen. Erkan ist ein Junge aus Kassel. Ich weiß, bevor man mich jetzt belehrt, das ist in Hessen, das spielt für dieses Beispiel aber keine Rolle. Und zwar hat Ende der 90er, Anfang unseres neuen Jahrtausends, der Kasseler Pädagogikprofessor Ben Bachmeier einen völlig anderen Ansatz gepflegt, mit Schulkindern umzugehen, bei denen die Diagnose Dyskalkulie und Legasthenie feststand. Er hat sich nicht gefragt, was die Kinder nicht können, sondern er hat sich gefragt, was die Kinder können. Und er ist dabei gerade Erkan ist ein gutes Beispiel, ein türkischstämmiges Einzelkind, die Eltern Restaurantbesitzer, gut, okay, muss auch mal sein, sonntags, nachmittags allein, weil die Gastronomie laufen musste. Der kleine Erkan hat in seiner Grundschulzeit ein Faible für Formel 1 entwickelt, das war damals die Hochzeit von Michael Schumacher. Und der Junge war tatsächlich in der Lage, nachdem er dem Herrn Professor gegenüber ein wenig warm geworden ist, ihm zu erläutern, was er da macht. Und er war in der Lage, die hochkomplexen Technobilder, die den aktuellen Stand des Rennens angeben und auch die Wertung in der Weltmeisterschaft, sofort zu erfassen. Darüber hinaus war er ein Meister, vielleicht lachen Sie jetzt, in diesem Kartenspiel Pokémon, wo 10 verschiedene Merkmale benutzt werden, um kleine Monster gegeneinander anzutreten. Er war ein Meister in diesem Spiel. Das lässt trotz der Diagnose Dyskalkulie und Legasthenie auf eine erhöhte Rechtshirnbegabung schließen. Mathematik ist eine Strukturwissenschaft, für die wir unsere rechten Hirnhelfen brauchen, zumindest die Rechtshänder. Wir dürfen diese Potenziale, und zwar nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, nicht vernachlässigen. Die Schule wird in Zukunft die Aufgabe haben, die Kinder dort abzuholen, wo sie sind. Darüber hinaus, es war ja häufiger vom Schulfrieden, vom Schulkonsens die Rede. Wir haben so ein wenig die Befürchtung, dass das zur Friedhofsruhe wird. Wir würden uns natürlich weiterhin innovative Projekte auch wünschen. Vor allen Dingen das Projekt einmal zur Aufgabe des 45-Minuten-Rasters. Aus der Neurologie weiß man das. Dann hat der Mathematiklehrer es gerade geschafft, seine Schützlinge zu begeistern. Und dann sind die Endorphindusche im Kopf ist angegangen. Dann sind die 45 Minuten um und es heißt Englisch. Wir können das nicht den Waldorfs überlassen, ernsthaft. Graswurzelprojekte würden wir uns für stark machen mit Ihnen gemeinsam. Wir kennen uns damit aus. Und noch was, Frau Ministerin Lehrmann, ich bitte Sie inständig aus aktuellem Grund, dass Sie dafür Sorge tragen, dass die Ihnen anvertrauten Lehrkräfte in den Schulen, das sind ja eine ganze Reihe, es sind ja 160.000, 170.000, dass die nicht verspitzert werden. Ich weiß das. Als Biophysiker, ich habe ein klein bisschen Einblick in Hirnforschung. Was der Mann erzählt, ist auch wissenschaftlich Grütze, komplette Grütze. Im Koalitionsvertrag steht, wir bekennen uns zu dem Ziel, bis 2015 gesamtstaatlich 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildungs- und Forschungsaufgaben aufzuwenden. Meint die Regierung dies ernst, muss sie mutigere Schritte unternehmen. Wir fordern daher mehr Investitionen. Die Bildungsausgaben betrugen in Deutschland im Jahr 2009 rund 5% des Bruttoinlandsprodukts. Und NRW ist hierbei in Deutschland nicht die Spitze. Hier ist noch mehr zu tun. Auf keinen Fall darf man aber 2015 bei den 10% stehen bleiben. Der Koalitionsvertrag weist zu Recht darauf hin, dass der Bildungserfolg auch in Nordrhein-Westfalen noch zu stark von der sozialen Herkunft abhängt. In der Regierungserklärung blieb dies leider ohne Erwähnung. Ja, dies kann sich unsere Gesellschaft einfach nicht mehr leisten, und zwar nicht nur volkswirtschaftlich. Es ist und bleibt eigentlich skandalös. Denn die Ungerechtigkeit wird von den öffentlichen Bildungseinrichtungen selbst produziert. Es gelingt immer noch nicht, dass die öffentlichen Bildungseinrichtungen die unterschiedlichen Chancen der Kinder
aufgrund des Elternhauses auszugleichen. Vielmehr verschärfen Sie diese Ungleichheit dadurch, dass Sie die Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien und von Migranten diskriminieren, die Kinder aus dem Bildungsbürgertum hingegen de facto weiterhin privilegiert sind. Bildung ist ein Menschenrecht und unsere Schulen und Kitas müssen dem gerecht werden. Dazu müssen Sie natürlich in die Lage versetzt werden, alle Kinder individuell zu fördern. Auch wenn in diesem Land der Schulfrieden ausgerufen wurde, wir kritisieren das gegliederte Schulsystem weiterhin wegen der sozialen Selektion und wir sprechen uns für eine flüssige Schullaufbahn aus. Dieses Schulmodell geht über die jetzt installierten Sekundarschulen allerdings weit hinaus. Dabei geht es nicht einfach nur um längeres gemeinsames Lernen. An diesen Schulen soll unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch frei wählbare Kurse flexibles individuelles Lernen für alle Schüler möglich werden. Daran sehen wir auch ein zeitgemäßes Unterrichtsmodell, weil es allen Schülern bessere Chancen bietet, sich in ihrer individuellen Entwicklung entsprechend zu entfalten. Vor diesem Hintergrund allerdings können wir dem Schulversuch Primus einiges Positives abgewinnen. Laut Koalitionsvertrag und Regierungserklärung sieht die Regierung in der Inklusion die zentrale Herausforderung für die Schulen in Nordrhein-Westfalen. Auch wir Piraten treten für die Schaffung eines konsequent inklusiven Bildungssystems ein, denn wir wollen allen Schülern die gleichen Rechte, Chancen und Beteiligungsmöglichkeiten bieten. Auch wir Piraten streben den Rückbau der Förderschulen an. Schüler mit speziellen Förderbedürfnissen sollen so weit als möglich in die allgemeinbildenden Schulen eingebunden werden. Dem schrittweisen Rückbau der Förderschulen muss ein entsprechender Ausbau der Regelschulen gegenüberstehen. Wir wollen den Rechtsanspruch auf inklusive Bildung so schnell wie möglich gesetzlich verankern. Elternwille auf Augenhöhe ist dabei allerdings das oberste Gebot. Das durch die Schließung der Förderschulen eingesparte Geld muss zu 100% in die inklusiven Schulen investiert werden. Auf keinen Fall darf es zum Stopfen von Haushaltslöchern herangezogen werden. Die Entscheidungen zur inklusiven Schule wurden bisher von Politikern, Bildungsexperten, Sprechern von Verbänden und einzelnen sehr engagierten Eltern diskutiert und beschlossen. Die Mehrzahl der Betroffenen jedoch blieb dabei außen vor. Wir fordern auch hier mehr Beteiligung, also die Einbeziehung aller betroffenen Schüler und Eltern. Und wir wären auch keine Piraten, wenn wir nicht auf einen weiteren Punkt aufmerksam machen würden. Es wird höchste Zeit, dass unsere Schulen endlich im 21. Jahrhundert ankommen. In der Informations- und Wissensgesellschaft ist der kompetente Umgang mit den gar nicht mehr so neuen Medien unabdingbar für die vollwertige gesellschaftliche Teilhabe. Doch kein Wort der Regierung hierzu. Weder in der Rede von Ihnen, Frau Kraft, noch im Koalitionsvertrag, wie an Schulen mit Computern, Internet oder Social Media umgegangen werden soll. Dabei ist in diesem Bereich viel zu tun. Wir brauchen eine landesweite IT-Initiative Bildungsinnovation, Die IT-Infrastruktur der Schulen muss flächendeckend auf einem aktuellen Stand gehalten werden. Es kann nicht sein, dass hier noch Geräte aus der digitalen Steinzeit verwendet werden. Wir wollen netzbasierte virtuelle Lernumgebungen und Lernmanagementsysteme. Und wir meinen, dass es jeder Schüler ab dem 5. Schuljahr ein mobiles digitales Endgerät zum Lernen und Spielen zur Verfügung haben sollte. Wir sind überzeugt, dass durch den verstärkten Einsatz digitaler Lern- und Arbeitsmittel auch Kosten gesenkt werden können, vor allem wenn diese Materialien unter freier Lizenz verfügbar gemacht werden. Im Koalitionsvertrag findet sich des Weiteren, wir wollen, dass alle Studierwilligen ein erfolgreiches Studium in Nordrhein-Westfalen absolvieren können, stärken die Demokratie an unseren Hochschulen und setzen den Rahmen für eine breite und zukunftsgerichtete Forschung. Dies ist unterstützenswert, das können wir Piraten sofort unterschreiben. Aber schauen wir uns mal im Detail an, was damit gemeint ist. Das System Hochschule muss nämlich komplett neu gedacht werden. Ist es nötig, dass Hochschulen wie Unternehmen funktionieren sollen? Ist es richtig, was der damaligen Regierung Rüttgers-Pinkwart aus Gütersloh souffliert worden ist? Oder ist nicht die akademische Selbstverwaltung und die wirkliche Autonomie der Wissenschaft ein Gut für sich? Autonomie nach der griechischen Herkunft heißt nicht ausschließlich wirtschaftliche Autonomie à la Bertelsmann. Bildungseinrichtungen müssen immer wieder auf die Bedürfnisse einer Gesellschaft hin reflektiert werden. Ein permanenter Prozess. Dies wurde gerade nicht hochgehalten. Solche Steuerungselemente wie Hochschulräte sind gerade ein Zeugnis von ausschließlicher Orientierung an wirtschaftlichen Interessen. Das läuft völlig konträr zu dem angestrebten Anspruch der Zukunftsfähigkeit. Die Fragen hingegen, die wir stellen müssen, lauten, was macht eine Hochschule zukunftsfähig und welchen Beitrag leistet sie zur Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt? Brecht hat dem Galilei in den Mund gelegt, dass die Aufgabe der Wissenschaft darin bestehe, die Mühsal der menschlichen Existenz zu verringern. Und wir müssen heute die Frage stellen, welchen Beitrag die Hochschulen zur Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt leisten.
Aktuell zu diagnostizieren ist vor allem das Totalversagen der vorherrschenden Wirtschaftstheologien bei Analyse und Therapie zur Behebung der Krisen. Ein Beispiel, Standard & Poor's, man könnte auch sagen gewöhnlich und arm, ratete die Lehman Brothers Bank eine Woche vor dem Crash auf AAA. Im Übermaß mit solch betriebswirtschaftlicher Kompetenz im Bereich Vorhersage ausgestattet sind bei uns die Hochschulräte. Ich bin im Zweifel, ob unsere germanischen Ahnen, die ihre Zukunft aus der Leber von totem Viehzeug gelesen haben, da nicht erfolgreicher waren. Gerade in puncto Transparenz, und das Wort ist ja hier von allen Fraktionen in der letzten Zeit häufig genannt worden, sind die Hochschulräte ein hervorragender Ansatzpunkt für einen dringend nötigen Neuanfang. Tatsächlich sind weder der Hochschulrat als Gremium noch die einzelnen Mitglieder eines Hochschulrats über die gesamte fünfjährige Amtszeit irgendeiner demokratisch legitimierten Instanz rechenschaftspflichtig. Das ist für uns Piraten inakzeptabel. Der Hochschulrat ist sozusagen eine freischwebende Einrichtung. Anders als bei einem Unternehmensaufsichtsrat sitzen im Hochschulrat noch nicht einmal die Shareholder, die dort ihre Einlageinteressen vertreten, dem Vorstand gegenüber. Die Hochschulratsmitglieder entscheiden über das Geld der Steuerzahler nach ihren ganz persönlichen, ihren hochschulpolitischen oder ökonomischen Interessen und Einstellungen. Die Mitglieder können bislang selbst bei einer persönlichen Verfehlung noch nicht einmal abberufen oder abgewählt werden. Dies halten wir für eine handfeste Aushebelung jeglicher demokratischer Entscheidungsprozesse innerhalb der Hochschulen. Nehmen wir die Aussagen im Koalitionsvertrag also ernst, hieße das, die Demokratie in den Hochschulen konsequent entweder durch Abschaffung oder Umgestaltung der Hochschulräte zu erreichen. Es ist darüber hinaus erstrebenswert, dass die Hochschulen sich weiter öffnen und auch neue Medien als Mittel der Wissensgenerierung und Vermittlung eine viel stärkere Rolle spielen. Abbau von Hürden bedeutet für uns aber auch Zugang zum Netz als Bestandteil des Bildungssystems. Die Entwicklung von Fähigkeiten zur Recherche im Netz und die Kompetenz, sich ein eigenständiges persönliches Netzwerk von Kontakten in Social Networks und offline zu erarbeiten, sehen wir als zentrale Ziele der Bildung. Denn Bildung ist viel mehr als nur ökonomisch Bezifferbares. Kommunikation, Information, Wissen und Bildung formen die Grundlage unserer Gesellschaft. Und ihr Gesicht wird gerade durch die Bildung geprägt. Bildung ermöglicht wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, auf dem letztlich unser materieller und geistiger Wohlstand beruht. Sie setzt die Standards für unser Zusammenleben. Sie gibt Orientierung in einer komplexen Welt und schützt die Gesellschaft vor irrationalen Ängsten und leichtfertigen Vorurteilen. Sie versetzt uns in die Lage, Herausforderungen zu meistern, Problemlösungen zu finden und, wenn nötig, sogar die gesellschaftliche Richtung zu ändern. Wer die Bildung vernachlässigt, zerstört die Grundlage, auf der unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Zum Forschungsstandort Nordrhein-Westfalen ist zu sagen, dass wir es kritisch sehen, dass Professoren teilweise nur noch mit der Beschaffung von sogenannten Drittmitteln beschäftigt sind. Ein Teil der durch Drittmittel eingeworbenen Gelder wird durch staatliche Förderung bereitgestellt. Die Notwendigkeit dieser Förderprogramme ist zu hinterfragen und eventuell frei werdende Gelder sind dem Etat der Hochschulen zuzuführen. Hierdurch können die Hochschulen Mittel an Stellen einsetzen, an denen sie dringend benötigt werden. Zusätzlich entfällt der durch Antragsprozesse entstehende Mehraufwand. Zur Drittmitteleinwerbung zählen natürlich auch die Drittmittel aus der Privatwirtschaft. Herzlich willkommen. Die Forschungsfreiheit an den Schulen ist aber gefährdet, wenn private Auftraggeber gezielt ein bestimmtes Forschungsergebnis verfolgen. Dadurch wird ergebnisorientierte Forschung unter dem Deckmantel von Neutralität und Sachlichkeit als öffentliches Forschungsergebnis verkauft. Die Piraten fordern daher eine deutliche, transparente Nennung aller privaten Förderer. Durch Verträge gehen die Rechte an den Forschungsergebnissen oftmals vollständig an den privaten Auftraggeber über. Dadurch werden Patente in der privaten Wirtschaft geschaffen, die durch öffentliche Gelder mitfinanziert wurden. Unter Beteiligung von öffentlichen Geldern sind allerdings alle Forschungsergebnisse unbedingt öffentlich zu machen. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben erwähnt, dass Kultur kein Luxus ist. Leider aber nehmen, bedingt durch die chronisch maroden Kommunalfinanzen, viele Kommunen bei den sogenannten freiwilligen Leistungen Einsparungen vor. Das ist im Grunde ein unerträglicher Zustand. Wir benötigen für Nordrhein-Westfalen eine offene, vernetzte und für alle Menschen zugängliche Kultur. Eine Kultur, die keinerlei Deutungshoheit unterworfen ist und jedem Menschen zur eigenen Teilhabe und freien Mitgestaltung offen steht. Wir fordern eine neue Wahrnehmung in der Klassifizierung von Kultur und den damit einhergehenden Bewertungen von Niveau oder Geschmack. Während die selbsternannte Hochkultur mit Subventionen gestützt wird, müssen Kulturbereiche jenseits der ausgetretenen Pfade sehen, wo sie bleiben.
Den Protagonisten bleibt oft nichts anderes übrig, als sich zu boulevardisieren und sich selbst zu Kunsthandwerkern zu reduzieren, um am Markt bleiben zu können. Dies gilt es unbedingt zu ändern. Wenn von Spitzenleistungen von Kunst- und Kulturschaffenden geredet wird, ich finde auch, wir sollten uns wirklich mal verabschieden von diesem US-amerikanischen Ranking-Wahn. Das ist eine Unkultur. Man kann doch nicht Qualitäten auf einer Liste nebeneinander vergleichen. Alleinige Ausrichtung auf Leuchtturmprojekte und sogenannte Spitzenleistungen wird der bunten und sehr, sehr vielfältigen Kultur in unserem schönen Bundesland einfach nicht gerecht. Okay, wir werden das überprüfen. Darüber hinaus bedeutet Zugang zu Kultur auch immer Zugang zu Märkten. Das hierin schlummernde, auch wirtschaftlich relevante Potenzial ist nicht einmal im Ansatz berücksichtigt. Also wir sehen da durchaus eine bislang noch im Schlummer befindliche große zusätzliche Wirtschaftskraft für das Land Nordrhein-Westfalen. Frau Ministerpräsidentin, Herr Wirtschaftsminister Dün, ein weiteres Thema, das uns Piraten am Herzen liegt, ist die Kultur- und Kreativwirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Das glaube ich Ihnen. Vor einigen Wochen haben Sie den Kreativreport NRW vorgelegt. Darin wird die große wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft für Nordrhein-Westfalen deutlich. Schon heute macht sie einen bedeutenden Teil der Wertschöpfung in Nordrhein-Westfalen aus. Allein die Software- und Games-Branche ist in Nordrhein-Westfalen seit 2008 um sage und schreibe 30% gewachsen. Doch nicht nur in Hinsicht auf ökonomische Kennzahlen sind kreative Wirtschaftszweige wichtig. Die Kultur- und Kreativbranche ist vor allem auch ein wesentlicher Motor für Innovation, der für positive Effekte in allen anderen Branchen sorgen kann. Die digitale Revolution, die wir seit einigen Jahren erleben und die noch lange nicht abgeschlossen ist, findet ihren konkreten gesellschaftlichen Ausdruck eben in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Hier entstehen aus neuen Technologien neue Ideen, Produkte und Dienstleistungen, die gesamtgesellschaftliche Relevanz besitzen. Ein Beispiel wäre der Megatrend der Digitalisierung, der nicht nur leichteren und schnellen Zugriff auf Wissen ermöglicht, sondern andererseits auch helfen kann, natürliche Ressourcen zu schonen, indem beispielsweise Firmen und Behörden weitestgehend auf Papier verzichten können. Wir Piraten freuen uns im Übrigen, dass dieser Megatrend inzwischen auch hier im Landtag angekommen ist. Noch schöner wäre es allerdings, wenn dieser auch in die Landesregierung erreichen würde. Ich denke hier mit Schrecken an die großen und weitgehend überflüssigen Stapel von Papier, die jeder einzelne Abgeordnete im Zuge der Haushaltsberatungen in Form der ausgedruckten Einzelpläne auf seinem Schreibtisch vorfindet. Totholz-Interaktivität beschränkt sich auf das Herumspielen mit Markern. Außerdem kann Totholz nicht rechnen. Ein weiteres Beispiel für den konkreten gesellschaftlichen Nutzen, den Innovationen aus der Kreativbranche haben können, ist die Möglichkeit digitaler Bürgerbeteiligung und Willensbildungsprozesse. Was heute aufgrund der digitalen Medien an transparenten und inklusiven Verfahren möglich ist, wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Wie Sie sicher wissen, ist das natürlich ein Thema, das gerade uns Piraten nicht kalt lässt. Gern erklären wir uns bereit, der Landesregierung in diesem Bereich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das meinen wir ernst, wenn wir das sagen. Der Kreativreport NRW, der im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellt wurde, stellt aber nicht nur die große Bedeutung Kultur- und Kreativwirtschaft für Nordrhein-Westfalen heraus. Er zeigt darüber hinaus auch die Wichtigkeit, diese Branche effektiv politisch zu fördern. Und hier müssen wir Sie fragen, wie ernst Sie es damit meinen. In Ihrem Koalitionsvertrag etwa findet sich kein einziges konkretes Projekt, ja nicht einmal eine vage Idee, wie man die Kultur- und Kreativwirtschaft praktisch fördern könnte. Der Report zeigt nun eine ganze Reihe von Punkten auf, an denen sich politisch ansetzen lässt. Wir hoffen, dass Sie das auch tun werden. Ich will hier kurz auf das eingehen, was aus unserer Sicht entscheidend sein kann. Er stellt erstens zu Recht fest, der Bericht, dass es sich bei der Kultur- und Kreativwirtschaft um eine sehr kleinteilige und sehr heterogene Branche handelt. Ja, man könnte sogar fragen, ob es die eine Kultur- und Kreativwirtschaft überhaupt gibt. Viele der Akteure in diesem Bereich, der Goldschmiede, selbstständige Künstler und 3D-Entwickler gleichermaßen umfasst, würden sich selbst vermutlich gar nicht zu dieser Branche zählen. Umso wichtiger ist es, dass Förderprogramme passgenau auf die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser verschiedenen Segmente der Kultur- und Kreativwirtschaft zugeschnitten sind. Dies erfordert einerseits eine Binnendifferenzierung der Förderprogramme, Entschuldigung, andererseits aber umso mehr eine wirksame ressortübergreifende Abstimmung der Förderbemühungen. Wir halten es für entscheidend, dass die Förderung abgestimmt, bedarfsgerecht und zielgerichtet ist. Eine solche Abstimmung können wir bei Ihnen jedoch noch nicht wirklich erkennen. Laut Haushaltsplan stehen allein in 4 Ministerien ganz verschiedene Fördertöpfe bereit, die jeweils auch zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft dienen sollen. Gibt es hierbei eine ressortübergreifende Strategie oder kocht jedes Ministerium sein eigenes Süppchen? Wir würden uns freuen, wenn die Landesregierung einen Masterplan Kreativwirtschaft entwickeln würde. Und natürlich beteiligen wir uns sehr gern konstruktiv daran.
Zweitens werden einige Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft immer noch ein wenig als Schmuddelkinder behandelt. Wir denken hier vor allem an die Games-Branche. Schon heute macht die Spielindustrie weltweit höhere Umsätze als die Filmbranche. In Nordrhein-Westfalen liegt der Bereich Software Games laut Kreativreport in Sachen Umsatz deutlich vor der Film- oder Musikindustrie. Trotzdem werden beispielsweise Filme in Deutschland und Nordrhein-Westfalen auch im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung weit umfassender gefördert als Computerspiele, etwa mit Filmhochschulen und entsprechenden Instituten. Dabei sind diese Spiele längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und Bestandteil unseres sozialen Zusammenlebens. Wir setzen uns für die Förderung von digitalen und analogen Spielen als Kulturgut ein. Das sogenannte Mittelstandsförderungsgesetz aber ist aus Sicht der Piraten ein Beispiel für eine Gesetzgebung, wie sie nicht sein sollte. In Ihrem Koalitionsvertrag schreiben Sie, ich zitiere mit Genehmigung, wir wollen miteinander für mehr Transparenz von Politik sorgen. Mit dem Mittelstandsförderungsgesetz tun Sie jedoch das genaue Gegenteil. Sie bringen ein Gesetz ein, das voller Worthülsen steckt und bei dem fraglich ist, ob es dem Mittelstand überhaupt hilft. Vor allem aber bringen Sie ein Gesetz ein, dessen Kernbestandteil die sogenannte Clearingstelle Mittelstand den Verbandslobbyismus auf Landesebene institutionalisiert und die Position des Parlaments im Gesetzgebungsverfahren schwächt. Tatsächlich werden in diesem Gesetzentwurf elementare Regeln von Demokratie und Transparenz verletzt. Mit der Clearingstelle Mittelstand wollen Sie eine Institution schaffen, die sämtliche Gesetzes- und Verordnungsvorhaben der Landesregierung, die den Mittelstand betreffen, und das dürften viele sein, auf ihre Mittelstandsverträglichkeit prüft. Konkret soll ein Gremium aus Vertretern sozialpolitischer Verbände und wirtschaftlicher Interessensorganisationen geplante Gesetze lesen und bewerten dürfen, noch ehe sich auch nur das Kabinett mit diesen befasst hat, geschweige denn die demokratisch gewählten Abgeordneten im Landtag. Damit schaffen Sie nicht nur ein bis dato einmaliges, weil gesetzliches Einfallstor für Lobbyismus. Sie konterkarieren geradezu die Idee des demokratischen Gesetzgebungsprozesses. Sie wollen die Beamten in den Ministerien gesetzlich dazu verpflichten, künftig als allererstes bezahlte Interessensvertreter zu einer geplanten Regelung zu befragen. Erst wenn die Lobbyisten ihre Meinung deutlich machen konnten, soll sich die Regierung als Ganzes mit dem Vorgang befassen. Und irgendwann ganz am Ende, wenn die Sache längst entschieden ist, dürfen dann auch die demokratisch gewählten Abgeordneten den Gesetzesentwurf abnicken und höchstens noch kosmetische Korrekturen daran vornehmen. Nun mögen Sie sagen, dass es sich hier ja gar nicht um irgendwelche Lobbyisten handle, sondern um Vertreter des Mittelstandes, die ausschließlich mittelstandsrelevante Dinge bewerten sollten. Doch das ist de facto nicht der Fall. Zwar soll die Clearingstelle mit Vertretern der wirtschaftlichen Selbstverwaltung bestückt werden, etwa aus den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskammern. Doch sind Sie wirklich sicher, dass diese die Interessen von Klein- und Mittelbetrieben auch effektiv vertreten? Immer wieder hört man die Klage, dass solche Verbände gerade die Interessen der großen Mitglieder vertreten, nämlich derjenigen, die den höchsten Mitgliedsbeitrag bezahlen. Dann jedoch könnte aus der Mittelstandsförderung schnell eine Großunternehmensförderung werden. Ein anderer Aspekt an der personellen Zusammensetzung der Clearingstelle ist jedoch noch viel problematischer. Denn über genau diese personelle Zusammensetzung soll die Landesregierung laut ihres Entwurfs per Verordnung entscheiden können. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Regierung die Mitglieder der Clearingstelle nach eigenem Gutdünken und also völlig willkürlich auswählen kann. Der Landtag soll hier keine Rolle spielen. Anders gewendet, den entscheidenden Teil des Gesetzes, den Lobbyistentraum namens Clearingstelle Mittelstand, wollen Sie dem parlamentarischen Zugriff entziehen. Der Landtag soll nach Ihrem Gesetz nicht nur an letzter Stelle des Gesetzgebungsverfahrens stehen. Sie möchten jedwede Einmischung des Landtags verhindern, wenn künftig statt demokratisch gewählter Volksvertreter bezahlte Interessenvertreter die Gesetze der Landesregierung vorbereiten. Jetzt frage ich Sie, wird die Besetzung der Clearingstelle den Prinzipien der Gemeinwohlorientierung und des Interessensausgleichs folgen oder werden dort die Vertreter derjenigen Verbände sitzen, die die besten Beziehungen zur Landesregierung pflegen? Ich fasse zusammen. Das Mittelstandsförderungsgesetz ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Entmachtung des Parlaments und zur Dominanz von Exekutive und wirtschaftlichen Interessen. Per Gesetz wird in Nordrhein-Westfalen der Lobbyismus im Gesetzgebungsprozess verankert. Das Parlament dient hier nicht mehr der inhaltlichen Gestaltung von Gesetzen, sondern der formaljuristischen Absegnung. Dieses Gesetz spricht Ihren angeblichen Bemühungen um Transparenz und Demokratie hohn. Wir Piraten wollen etwas grundsätzlich anderes. Die Idee, Gesetze zu durchleuchten, um unnötige Bürokratie zu verhindern, begrüßen wir ja grundsätzlich sehr.
Noch wichtiger ist für uns jedoch ein transparenter und vor allem demokratischer Prozess. Wieso verbinden wir nicht also beides und setzen auf eine Bürgerbeteiligung, von der auch Sie ja so viel sprechen? Denn auch Einzelunternehmer, Inhaber und Freiberufler sind Bürger, die über Sachverstand verfügen. Trauen Sie diesen Menschen nicht zu, Gesetze auf Mittelstandsverträglichkeit zu prüfen und ihre Einwendungen selbst vorzubringen? Oder noch besser, wie wäre es gleich mit der Einrichtung einer Clearingstelle Bürger? Diese könnte die Möglichkeit bieten, offen über transparent entwickelte Gesetze zu diskutieren und sie auf Bürgerverträglichkeit zu überprüfen. Eine solche Gesetzesüberprüfung würden die Piraten sofort unterstützen. Von einem solchen Demokratieverständnis scheinen wir aber noch meilenweit entfernt zu sein. Als fundamental wichtiges Ziel auf diesem Weg sehen wir auch die Verankerung des Verbraucherschutzes in der Landesverfassung. Dadurch soll der Verbraucherschutz zum integralen Bestandteil der Politik werden. Wir haben dazu bereits die Einrichtung eines eigenen Ministeriums gefordert. Diese beiden Punkte werden auch weiterhin eins unserer Ziele in diesem Bereich sein. Datenschutz und Transparenz sind dabei fundamentale Bestandteile des Verbraucherschutzes, die bei uns besonders hohes Gewicht haben. Konkret streben wir neben den oben schon erwähnten Zielen ein Lobbyistenverbot bei allen Gesetzentwürfen an. Verbraucherinteressen sind bislang vom Gesetzgeber nur teilweise berücksichtigt worden. Immer wieder ist eine Unterordnung der berechtigten Interessen der Verbraucher unter kommerzielle Gesichtspunkte festzustellen. Dabei haben sich Parlament und Regierung in erster Linie als Volksvertreter zu verstehen und nicht als Vertreter von Unternehmen.